So, dann gehen wir mal weiter hier. Bereiten schon mal wieder einen Zauber vor. Und hören da schon was rumkriechen. Aber erstmal sammeln wir hier das schicke Doublett auf. Plus 2 Protection, plus 2 Protection. Er hat noch kein X auf der Brust. Dann zieht er das jetzt erstmal an. Weil die in der hinteren Reihe werden ja nicht so oft getroffen. Oh, Schneckis. Wie kommen wir da rein? No weapons allowed inside. Also müssen wir hier eine Waffe nehmen und sie da drauflegen. Na, noch sind die Rätsel ziemlich leicht geblieben. Also noch merke ich keinen Unterschied. Keinen so großen Unterschied. Zwischen dieser Version jetzt, der Masterclass-Version und der normalen Version. Aber das soll sich angeblich in den späteren Dungeon, in den späteren Levels des Dungeons dann ändern. So. Ja, der Dolch muss da drin liegen bleiben. Eine Machete, die kommt mal mit, auch wenn sie keiner benutzen wird. Stein kommt immer mit. Level up. Er kriegt jetzt erst einmal, wie viel fehlt ihm eigentlich noch zum Level up? Na, noch ein Gegner. Aber jetzt kriegt er erst einmal einen Punkt hier rein und 3 Punkte hier rein, kriegt er zum Beispiel 20 mehr Lebenspunkte. Bei ihr würde ich das gerne auf 14 bringen. Also gebe ich hier jetzt nochmal Dodge. Jetzt kriegt sie schon mal Bonus von Ausweichbonus von Umhängen. Sie trägt zwar jetzt noch keinen, aber kommt noch. Und sie kriegt eins in Spellcraft. Erstmal, dann kriegt sie beim nächsten Level Up nochmal 4 Punkte rein, dass sie Combat Caster kann. Und die restlichen 3 Punkte kriegt sie hier in ihre Eismagie. So. So. Gucken wir uns mal hier drin noch ein bisschen um. Und hier ist schon nochmal ein Secret. Was haben wir hier? Ein Knochenamulett. Das nicht wirklich was bringt. Aber später werden wir es brauchen. Wozu werdet ihr dann sehen? So, und als nächstes, hier können wir noch nicht durch. Hier haben wir zwar schon wieder die ersten Schlüssel, aber hier brauchen wir den zweiten, um zum blauen Kristall zu kommen. Ah, Crowburn. Also eine Mischung aus einer Krähe und einem Wyvern oder auch Krexe, wenn man es auch unbedingt eindeutschen will. Die Viecher sind nicht besonders stark, aber sie können garstig sein, wenn es mehrere auf einmal sind. Deswegen so schnell wie möglich töten. So und so. Dann kriegt er auch mehr Lebenspunkte. Und die Fackel geht langsam wieder aus. Deswegen werfen wir die mal weg. Schauen uns weiter um. Na, dann gucken wir mal. Hier sind die Holding Cells, also sowas wie die, also eigentlich nur Zellen. Und hier haben wir Enter, betrete dein Grab. Ja. Das hier mache ich nachher. Erstmal gehe ich in die Holding Cells. Weil das Grab ist etwas Gemeines. So, das hier sind die Holding Cells. Und hier sieht man schon einen Sack. Oder einen Legionär. Oder einen Hebel, der nichts macht. Da habe ich gerade einen Knopf entdeckt. Der ist ja gemein versteckt. Ja, toll, jetzt reime ich auch noch. Und zwar bei den Holding Cells ist es so, wenn ich den Knopf drücke, wird alles im Uhrzeigersinn teleportiert.
Das heißt, er ist jetzt hier eins weiter gerutscht und der Sack ist von drüben hierher gewandert. Wenn ich jetzt nochmal drücke, dann kommt er auf uns zu. Und ich verfehle ihn dauernd. So, das war's für ihn. Und noch ein Schild für uns. Das wir gerade noch nicht benutzen können, weil er muss ja die Fackel tragen. Okay. Jetzt können wir den Sack raus teleportieren. Wir hätten es natürlich auch andersrum machen können und den Skelettsoldaten da drinnen gefangen halten können, aber warum ihn leben lassen, wenn er Erfahrungspunkte gibt. So, jetzt haben wir noch einen Sack, in den wir Essen reinstopfen können. Das bringt uns etwas Inventarplatz. Jetzt drücken wir mal den Knopf, der was auch immer gemacht hat. Okay, da ist. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Ich habe es gehört. Drücken wir den Knopf nochmal. Irgendwie. Wo kommst du denn her? Da ist nämlich ein Knopf. Da hinten. Und daneben würde ich gerne rankommen. Spawnst du irgendwie Skelette? Tatsache, du spawnst Skelette. Jetzt ist da noch eins. Ich frage mich, was passiert, wenn wir alle Zellen voll machen. Jetzt ist da wieder eins. Ja. Es ist ja schon wieder eins. Wir sind da zwei hintereinander, oder? Die halten aber nicht irgendwie nicht so viel aus wie ihre Kameraden. Also wie der vorher da war. Da haben wir drei Stück. Okay, ich glaube, das ist ein Rätsel, wie man soll alle Zellen voll machen, habe ich das Gefühl. Wie macht man das am geschicktesten? Das Rätsel ist nämlich neu. Hut ab an den Modmacher. Das war jetzt nicht so gut. Okay.
Okay, wie auch immer ich das jetzt geschafft habe. Ich werde sterben. Nein, werde ich nicht. Uffala, war das knapp. Das bringt mich zu einer Flasche mit einer Energietrank. Das war alles. Dafür habe ich das jetzt gemacht. Okay. Nicht zimperlich sein, es ist ein Secret. Aber sehr schön gemacht. Ganz ehrlich, das Rätsel. Ansonsten sind die Zellen leer. Gut. Dann gehen wir jetzt mal aus den Holding Cells wieder raus. Und schlafen kurz, bevor wir uns diesem... Oh, ein Traum. Was passiert hier? Ein kollektiver Traum? Oh, ich kenne dich. Ich weiß, was du suchst. Suche nach mir tief unten und ich werde dir helfen. Okay. Das ist ja kein bisschen skurril. Gut. Ja, jetzt zu diesem Raum hier. Haben wir was Schweres, was wir werfen können? Na, das war... Das ist zu leicht. Das ist schwer genug. Denn ich werde nicht so einfach mein Grab betreten. Sondern... Ich werde sie aus dem Grab rauslocken. So, das war der erste. Nummer 2 kommt auch gerade. Und ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil ich die Rätsel hier schon teilweise kenne. Also zum Beispiel das hier jetzt. Wäre sicherlich lustiger gewesen, wenn ich einfach reingelatscht wäre und gestorben wäre, ich weiß. Aber... Ja. Ich denke mal, so geht das auch. Frisch Schild, macht null Schaden. Und ich muss ehrlich sagen, der macht mit seiner Keule guten Schaden, der Keulenkämpfer. Mehr schon als mein Faustkämpfer. Ja, was die Schalter wohl sind. Normalerweise machen die... Oh, eine Schriftrolle. Und noch ein Tattered Cloak. Also ein alter Umhang. Der macht bei ihr Evasion plus 4. Aber erstmal ziehst du den an. So. Jetzt gucken wir uns hier doch nochmal um, ob hier nicht irgendwo noch ein Schalter verborgen ist.
So wie der eine da in den Holding Cells, der war ja ziemlich gemein versteckt. Das ist ein Speer. Den habe ich auch nur durch Zufall gleich entdeckt. Und ich reibe schon wieder. Na gut. Dann geht's jetzt hier zum blauen Kristall. So, den mal anditschen. Und dann würde ich sagen, speichere ich hier nochmal richtig. Und dann machen wir einen Cut und sehen uns gleich wieder.